die Mülltonnen von vielen Häusern kommen zusammen ins Müllauto. Und in dem Müllauto sind noch wieder ganz unterschiedliche Sachen, die sich wieder ganz unterschiedlich auflösen. Das Müllauto fährt dann los und sammelt von allen Häusern ein. Und schließlich und endlich landet das Ganze auf der Müllkippe. Deponie, sagt man heute vornehm, aber es ist genauso gefährlich. Und was da nun übereinander liegt, das ist so unterschiedlich und so gefährlich, dass niemand genau sagen kann, was da unten drin passiert. Mal ganz abgesehen von der Menge. Um euch mal zu zeigen, was in so einer Müllkippe passiert, haben wir jetzt mal einen Versuch gemacht. Der Müll wird gepresst, damit möglichst viel reingeht. Und weil der Müll gepresst wird, kommt an den Müll von gestern und von vorgestern kein Sauerstoff mehr dran. Wenn kein Sauerstoff mehr da ist, dann fangen diese natürlichen Sachen an zu gären. Und bei diesem Gären bildet sich ein Gas, Methangas. Und dieses Methangas, was beim Gären entsteht, steigt durch die Deponie langsam nach oben an die Oberfläche. Entweder geht das Methangas in die Atmosphäre oder man fackelt es oben ab, man verbrennt es und das heizt dann auch die Luft und die Atmosphäre auf. Nun kann es ja auch zwischendurch mal anfangen zu regnen. Passiert ja schon mal. Es regnet natürlich auch auf so eine Mülldeponie. Das Regenwasser sickert dann durch den Müll langsam nach unten. Aber es muss gar nicht regnen. Die Feuchtigkeit, die sowieso in der Deponie drin ist, reicht schon, um das in Gang zu setzen, was ich euch jetzt zeigen will. Wenn sich das Wasser mit diesen Gärstoffen zusammensetzt, dann bildet sich eine organische Säure, so heißt das Zeug. Das ist ein ziemlich scharfes und giftiges Zeug und das sickert dann weiter nach unten. Wenn das dann zum Beispiel auf das Blatt von einer alten Illustrierten kommt, dann löst das da die Farbe auf. Wenn das ein Illustriertenblatt von vor ein paar Jahren war, dann kann es da Schwermetalle rauslösen. Heute darf Farbe nicht mehr mit Schwermetallen gemacht werden. Jedenfalls, was sich da zusammensetzt, ist giftiger und sickert weiter nach unten. Trifft da vielleicht auf Kunststoffe, löst andere Sachen raus, sickert wieder weiter, wird noch giftiger. Wenn es dann vielleicht auf ein Schreibmaschinenpapierblatt kommt, was mal mit Chlor gebleicht wurde, holt sich das da den Chlor raus und wird noch giftiger. Durch den Gärprozess und das Gewicht von oben entsteht Hitze. Die Hitze macht das Ganze noch schneller und weil kein Sauerstoff da ist, wird das Ganze noch gefährlicher. Was unten schließlich raustropft in das Grundwasser, was unter der Mülldeponie ist, ist unkontrollierbar und so giftig, dass niemand sagen kann, was es ist. Mit dem Wasser kommt es dann zu Pflanzen und Tieren und vergiftet uns alle langsam. Damit das nicht passiert, hat man sich heute was einfallen lassen. Tja, wir mussten uns auch einiges einfallen lassen, um euch zeigen zu können, wie es im Innenleben so einer Deponie zugeht. Hier stand unsere Versuchsmülldeponie, ein Riesending, so groß. Vorne mit einer Glasscheibe drin, damit man reingucken kann, denn sonst hättet ihr auch genauso wenig sehen können wie bei einer richtigen Deponie. Bis das dann alles aber geklappt hat, bis wir das endlich filmen konnten, das hat eine ganze Weile gedauert und es hat gestunken. Tun wir trotzdem immer wieder gern, um euch Dinge doch zeigen zu können, die man normalerweise nicht sieht. Nachdem in der jüngeren Vergangenheit die Leute gemerkt haben, wie gefährlich so eine Deponie ist, versuchen die Fachleute, die Schäden zu begrenzen. Ein sehr teurer Versuch, wie ihr gleich sehen werdet. Und das Geld, das dazu notwendig ist, müssen wir alle, die wir Müll machen, auch selber bezahlen. So oder so. Was man heute tut, damit diese giftige Brühe nicht ins Grundwasser kommt, wollte ich euch erzählen. Also, heute macht man Folgendes. Moderne Deponien dürfen nur noch da gebaut werden, wo der Boden wasserundurchlässig ist. Damit nun wirklich nichts nach unten durchtropft, wird der Boden mit einer dicken Tonschicht ausgekleidet. 70 cm dick. Ton ist wasserundurchlässig. Darüber kommt eine Dichtungsbahn, ungefähr 3 mm dick. Wenn der Ton glatt gemacht ist, werden obendrauf diese Kunststoffbahnen über das ganze Tal ausgebreitet. Und damit nun an den Rändern, wo die übereinander liegen, nichts durchkommt, werden die Folien miteinander verschweißt. Wenn das passiert ist,
wird eine dicke Filzschicht drüber gelegt. Bei dieser Deponie ist sie ungefähr 3 cm dick, muss aber nicht so dick sein. Das ganze Tal sieht dann beinahe aus, als wäre es mit dem Teppichboden ausgekleidet. Das Ganze ist natürlich riesig teuer. Auf den Filz kommen Rohre, die oben geschlitzt sind. In diese Rohre wird das Wasser gesammelt und abgeleitet. Auf die Rohre kommt noch eine dicke Kiesschicht und auf die Kiesschicht noch eine Schicht Humus, durch die das Wasser dann erstmal durchsickern muss. Erst wenn das alles fertig ist, darf hier Müll abgeladen werden. Und das Wasser, was dann da durchsickert, wird in solchen Behältern gesammelt. Das Wasser, was da gesammelt wird, wird vorgereinigt und kommt danach in eine Kläranlage. Kläranlage klingt ja gut und es hört sich so an, als wenn das dann alles hinterher wieder blitzeblank sauber ist. So sieht übrigens die giftige Brühe aus. Das gleiche Zeug, was wir bei unserem Versuch hatten. Aber beim Klären fällt auch Klärschlamm an. Und der ist natürlich auch giftig. Der Klärschlamm kommt dann wieder auf die Deponie, zusammen mit dem anderen Zeug. Und dann geht der Kreislauf von vorne los. So geregelt geht das aber auch nur bei den modernen Deponien, bei denen, die heute angelegt werden. Bei den früheren wusste man das noch gar nicht oder hat sich nicht drum gekümmert. Also das Sickerwasser hat man einigermaßen im Griff, bleibt noch die Müllmenge. Wohin mit den immer größeren Mengen? Der Platz wird knapp. Genauso ungern, wie ich jetzt mitten in meinem Mist sitze, genauso ungern würde ich natürlich neben einer Mülldeponie wohnen. Und so verhalten sich alle Leute. Wir alle machen zwar Müll, aber nachdem er in der Mülltonne verschwunden ist, möchte man am liebsten nichts mehr damit zu tun haben. Mülldeponien müssen ja sein, aber doch bitte nicht bei mir. Sag ich, sagt jeder. Was sollen die Leute, die sich jeden Tag mit unserem Dreck rumschlagen müssen, also tun, um mit den immer größeren Mengen fertig zu werden? Müllverbrennung ist im Augenblick das Thema, mit dem sich viele befassen. Bei der Verbrennung wird die Menge kleiner. Also verbrannt ist weniger als vorher. Aber bei der Müllverbrennung existiert das gleiche Problem wie bei der Mülldeponie. Weil niemand genau weiß, was da alles zusammenliegt, kann auch niemand genau sagen, welche Schadstoffe aus diesem Zeug beim Verbrennen entstehen können. Der gesamte Müll wird also genommen und wird oben auf einen Ofen ausgekippt. Wir stehen gerade auf so einem Ofen. So sieht er unten aus. Viel mehr sieht man nicht. Wenn man durchs Guckloch schaut, sieht man, wie der Müll verbrennt. Die Techniker und die Ingenieure haben sich viele Mühe gegeben. Da wird das Zeug verbrannt, die heißen Rauchgase werden benutzt, sie erwärmen hier Wasser, machen Dampf draus, Wärmetausch nennt man das, danach werden die Rauchgase gereinigt und kommen erst dann in den Schornstein. Mit dem Dampf, der da entsteht, wird Fernwärme gemacht, damit kann man zum Beispiel Wohnungen heizen. Das Zeug wird also nicht nur so verbrannt, außerdem wird aus dem Dampf noch Strom gemacht. Der Dampf treibt Turbinen an. Alles, was die Techniker an Schadstoffen kennen, versuchen sie mit aufwendigen Filtern rauszunehmen. Aber kennen sie alles? So viel bleibt nach der Verbrennung von einem Müllwagen übrig. Selbst das versuchen sie noch wiederzuverwenden. In diesem Schrott, in dieser Schlacke, sind noch Eisenteile drin. Mit Magneten werden die rausgezogen und werden wieder zu neuem Metall verarbeitet. Was sonst nicht verbrennt, Steine und sowas, wird sortiert, aufwendig und zum Straßenbau wiederverwendet. Wenn die das sortieren, kann man das nicht vorher tun, erzähle ich euch gleich.